Herzlich willkommen auf IMM Cologne und Living Kitchen 2019. Ich stehe hier vor einem Projekt, was wir schon mehrere Jahre durchgeführt haben. Let's be smart, future technology. Für mich auch Smart Home und ich denke für Sie auch, weil Sie damit sicherlich auch einige Gedanken und Erfahrungen schon verbinden. Die Kölnmesse, die die Veranstalterin von IMM und Living Kitchen ist, führt dieses Projekt seit einigen Jahren durch. Die Möbelmesse, wie die IMM Cologne viele Jahrzehnte lang bekannt war, hat sich im Laufe der vielen Jahre zu einer Einrichtungsmesse gewandelt. Und Einrichtung umfasst eben heutzutage nicht nur mehr Polstermöbel, Tische, Schränke, Betten, sondern das gesamte Thema, sowohl von der Innenarchitektur her gesehen, das, was Einrichtung ausmacht, das, was die Räume, den Raum ausmacht, in dem wir uns in unserem Privatleben und in öffentlichen Räumen aufhalten, sondern es kommen eben mehr und mehr auch elektronische Helferlein dazu. Diese Helferlein, die Sie aus der Werbung kennen, Sie haben wahrscheinlich schon das ein oder andere Gerät, den ein oder anderen elektronischen Lebensabschnittspartner, mit dem Sie Ihre Stunden verbringen und dem Sie sagen, jetzt wasch mir mal mein T-Shirt und dann macht er das auch. Die existieren schon im Markt. Das ist also auch ein Ziel, was wir hier mit diesem Projekt verbinden, dass wir eben das, was schon erhältlich ist auch, was also der Konsument auch schon hat, mit dem er vielleicht sogar schon gewohnt ist umzugehen, dass wir das hier zeigen, aber erstmals auch im Verbund. Das heißt, das, was solitär im Markt zu haben ist, das installieren wir hier so mit vielen Menschen, die uns aus dem Organisationsteam unterstützen und mit den Partnern. Wir gestalten das so, dass das tatsächlich auch miteinander verknüpft ist, miteinander kommuniziert. Wir sind aber weit davon entfernt, das nur als eine technologische Show zu zeigen. Natürlich spielen auch bei diesem Projekt Möbel eine ganz wichtige Rolle. Smart Home muss sehr umfassend verstanden werden, zum einen natürlich technologisch, aber auch die Geschichte der IMM belegt das, auch in einem grünen Sinne, in einem Nachhaltigkeitssinne. Und so haben wir in unserem Smart Home auch Produkte, die nachhaltig produziert werden, die aus nachhaltig produzierten Materialien stehen und auch handwerklich im Lande gefertigt werden. Hinter mir sehen Sie eine Garnitur auf der Basis von Rattan. Rattan kommt aus Indonesien, früher bekannt als billiges Ersteinrichtermöbel, heutzutage mit einem exquisiten Design, mit einer wunderbaren Optik. Und das passt natürlich auch in unser Smart Home, um eben zu betonen, Smart ist nicht nur ein technologischer Aspekt, sondern auch eine Lebenseinstellung, mit denen wir in die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte gehen müssen. Unser Smart Home Konzept auf der IMM Cologne geht sogar aus den eigenen vier Wänden raus. Sie sehen das bereits hinter mir. Wir sind auch auf der Straße, vor Ihrem Eigenheim, vor Ihrer Mietwohnung. Connected, sowohl die Außenwelt wie auch die Innenwelt und beide miteinander verbunden. Sie steuern elektronisch, wann und wie Sie Ihr Auto aufladen können. Das können wir jetzt uns mal gerade anschauen, wie das geht. Dann steht also vor Ihrer Garageneinfahrt so ein super Schlitten und der ist auch noch nachhaltig, verbraucht nur Strom, grünen Strom natürlich. Und dann nehmen Sie den Tankstutzen, drücken auf ein Knöpfchen hier und dann bahnfrei für die nächsten 500 Kilometer auf der Autobahn oder in der Stadt.